Kaum etwas wird so kontrovers diskutiert wie das Thema bestes Trinkwasser. Und darum soll es im folgenden Gespräch gehen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Erich, bestes Trinkwasser ist ein Thema, mit dem wir uns im folgenden Gespräch befassen wollen. Leitungsmineral-Osmosewasser, also die unterschiedlichsten Arten und Weisen werden hier angesprochen und alles unter der Rubrik und der Überschrift bestes Trinkwasser. Was sagst du als Experte genau zu diesem Thema? Was würde man sagen, ist ein wirklich gutes Trinkwasser? Also ich hatte gestern einen Anruf, dann sagte jemand, ach Meidert, es ist ja unglaublich, was da Aussagen da sind, was angeboten wird. Da weiß man, bis man da mal durch ist, habe ich gesagt, Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. Ich sage nur Beispiel Heilwasser. Demgegenüber Lauretana oder Gletscherwasser. Dann kommt dampfdestilliertes Wasser vom Himmel, natürlich Leitungswasser. Dann kommen die Leute mit, wow, basisches Wasser, das ist es. Dann kommen die Nächsten und sagen, Wirbelwasser und alles ist gut. Ja, und dann liest du das durch und die Aussagen sind wirklich gut. Die sind qualifiziert, die sind detailliert, aber sie sagen halt nur einen Teil der Wahrheit. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin so ein Generalist. Ich sage, okay, also wem kannst du überhaupt noch glauben? Das konkrete Beispiel, es gibt ein Heilwasser in Deutschland, da schaue ich die Werte an. Die haben, das Rohwasser hat eine Leitfähigkeit von 4700 Mikrosiemens. Die haben 400 Milligramm Eisen drinnen. Die haben 930 Milligramm Natrium drinnen. So, Heilwasser, Rohwasser vom Heilwasser. Toll, super, super Heilwasser. Jeder denkt so, oh, Heilwasser macht mich heil. Mhm. Dann habe ich auf der anderen Seite etwas wie Plosewasser oder Lauretana, das weichste Wasser Europas. Und da steht drin, Leitfähigkeit nicht 4700 Mikrosiemens, sondern 7 bis 14 Mikrosiemens. Dann habe ich drin Natrium 0,2 und nicht 930. Dann schaue ich mal an, die Trinkwasserverordnung für Babys, geeignetes Wasser bis 20 Milligramm Natrium und nicht 930. Dann schaue ich mir die Trinkwasserverordnung an, da war Natrium früher mal bei 20 Milligramm Höchstwert, jetzt bei 200, aber nicht bei 900. Also egal wie die Aussagen und Heilwasser, warum steht jetzt auf Heilwasser und Warnhinweise? Bei Herz-Kreislauf, Niereninsuffizienzen nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder dann gehe ich in diese Heilwässerstätte, Bad XY und dann steht da für Trinkkuren. Ja, was ist jetzt eine Kur? Ich brauche jeden Tag Körpergewicht mal 0,035, das heißt 80 Kilo, du brauchst 2,5 bis 3 Kilo Liter reinstes Wasser. Aber was ist jetzt reinstes Wasser? Und immer was ich höre, ah, die Mineralien, ja, das ist ja ganz leer, das kommt ja Gott. Also das Einzige, was ich im Lauf dieser Jahre gelernt habe, folge dem Leben, folge der Natur, folge dem, was macht das Leben aus. Wie gedeiht, und das Schönste, wie gedeiht eine Pflanze? Und warum, also vor 2 Wochen kam eine Dokumentation über Tsunami. Und zwar, der ist ja weltweit, der ist nach Afrika gekommen, überall. Und weltweit sind 290.000 Menschen gestorben. Aber kein Wildtier. Kein Wildtier. Die haben es alle vorher gewusst. Sogar der Elefant, der indische Arbeitselefant, den du an einem Draht hast, die haben es gespürt. So, und jetzt ist die Frage, jetzt habe ich einen kleinen Hund, einen Wauwau, den tue ich jetzt von Oberbayern nach China. Da hatten die erst ein bayerischer Bierdümpfel oder ein bayerischer Volksgenosse von mir und der sagt, sitz, und dann hockt der Hund, hockt sich hin. Dann kommt er nach China und der sagt, ging, 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 und dann hockt der Hund auch wieder. Also die Hunde haben einen Instinkt, ein Spüren, das ist unfassbar, darum können die alle Fremdsprachen. Die folgen sofort, wenn der so macht, dann zack, 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 hocken sich die hin. Also, warum trinkt der Hund aus der Pfütze und nicht das Leitungsheilwasser oder andere Wässer? Warum? Und darum habe ich gelernt, oder ich mache einen Versuch mit Pflanzen, ich sage nur, nimm dein Mineralwasser, nimm ein Heilwasser, nimm ein destilliertes Wasser oder egal was und kauf dafür 1 Euro im Baumarkt, kauf da so Kressesamen oder egal was und dann schaust mal, was macht jetzt
was machen diese Pflanzen, wie gedeihen die? Weil wir sind ja Wasserwesen und jeder Stoffwechsel hängt am Wasser. Jeder, ohne Ausnahme. 99% aller Moleküle sind Wassermoleküle. Feststofflich ist gar nicht so viel, aber wir bestehen nur aus Wassermolekülen. Okay, und darum ist für mich im Lauf dieses, ich mache jetzt 25 Jahre Forschung und seit 15 Jahren hauptberuflich nur sauberstes Trinkwasser auf Basis Osmose oder wie man es dampfdestilliert. Und dann ist für mich einfach diese Resultate. Warum trinken die, warum bewachen Katzen plötzlich das Wasser? Weil eine Katze kannst du ja auch nicht so dressieren, aber die haben nur eins, Überlebensinstinkt. Und dann hast du hier in Leipzig mal einen Schwerverbrecher. Was holen sie? Die holen Spürhunde. Die holen in Bayern holen sie Lawinenhunde. In Berlin holen sie Rauschgifthunde. Überall hast du Hund, der Instinkt, der Überlebensinstinkt. Und das Gespür von einem Hund ist durch nichts auf der Welt, keine Sensorik ist so gut wie die vom Hund. Und dann auf dieser Basis habe ich meine ganze Weisheit aufgebaut. Und dann muss ich natürlich auch sagen, dann heißt es doch immer, ja, leeres Wasser, um Gottes Willen, so wie dampfdestilliertes Wasser, da stirbst. Aber die ganze Natur müsste sterben, denn wie funktioniert der Kreislauf? Es verdunstet und es kommt wieder runter. Und runter kommt Aqua Destillata, kommt dampfdestilliertes Wasser. Das kann man ja einfach messen an einem einfachen Beispiel. Und das große, ich sage das Wichtigste ist Mineralwasser, nämlich Mineralien und Wasser. Mineralien aus Karottensaft, auch das kann ich messen. Was hat es für einen Redoxwert? Ist es oxidierend oder ist es reduzierend? Gibt es mehr Elektronen, also Strom, oder raubt es mehr Elektronen? Ein Heilwasser raubt mehr Elektronen, weil ich das wieder messen kann an diesem sogenannten Redoxwert. Ich kann aber auch einen Redoxwert messen an einer Tomate, an einer Biotomate und an einer konventionellen. Heutzutage kann man alles messen, das ist der Vorteil. Und darum, wenn jetzt einer, und das ist deine Eingangsfrage wieder, jeder sagt, er hat das beste Wasser. Man muss halt, man hat keine Chance, wenn man kann nur, empfehle jedem, folge der Natur, probier es selber aus, probier es einmal selber für dich Geschmack aus, gib es deinen Pflanzen, gib es dem Hund, investiere halt mal 50 Euro in Plose Lauretana Black Forest Hornberger Lebensquellen, das sind die vier Wässer, wo ich weiß, die sind gut, mach das mal 40 oder mach mal den 50er, anstatt du dir irgendwas Teures kaufst und schau mal, wie das ist. Und es ist ein Milliardengeschäft. Das Milliardengeschäft heißt, Coca-Cola weist aus 6 Milliarden Gewinn durch Wasser. Die graben den Leuten das ab. Die Wasserfilteranlagen gibt es sehr, sehr viele. Da machst du so ein Kerzerl und dann tust du das Wasser rein und dann das Schlechte bleibt im Töpfchen, das Gute kommt ins Kröpfchen. Aber wie soll das gehen? Das Gute im Kröpfchen, wenn es vorher über hochkontaminiert Wasserfilter läuft. Ich sage dir nur ein Beispiel. Ich hatte einen Versuch gemacht, ein Jahr lang mit der Mikroplastik. Und da habe ich ein Institut beauftragt in Münster, Umweltinstitut. Und dann habe ich festgestellt, wie viel Mikroplastik eine Umkehrosmose rausfiltert. Und dann war ich ganz stolz, habe es auf die Homepage getan, die Rückhalterate. Und dann haben sie gesagt, nee, Spezi, das geht nicht. Du kriegst nur unser Zertifikat und darfst es nur veröffentlichen, das steht auf dem Kleingedruckten, wenn wir jedes Jahr zu dir kommen können und jedes Jahr irgendwo aus deinem Regal eine Anlage holen und die prüfen wir und wenn du das jedes Jahr wiederholst, kostet dich x-x-tausend Euro, dann habe ich gesagt, ich scheiße nicht. Aber für meine Seele war es gut genug, aber es werden so viele Filter, auch die, wo ich gesagt habe, die nur sammeln, die werden natürlich zertifiziert, nagelneu, ich sage nicht getürkt, aber viele weiß ich, dass irgendwas super herrichten und dann verkaufen sie das billigste Zeug. Und auch bei diesen Filtern, wo du dann sagst, boah, der hat ja 150 Stoffe, schau dir mal das Zertifikat an. Aber das stimmt halt nicht, weil halt der einfach nur die ersten 20 Liter sind. Aber nach 2-3 Monaten kippt er das Ganze. Also ich sage, der Laie hat keine Chance, das ist die Aussage, das zu erkennen. Ja. Ich sage nur, liebe Leute, wenn die mit mir reden, akzeptierst du die Natur als einziges, was wissenschaftlich funktioniert? Man nennt es Naturwissenschaft. Akzeptierst du, dass die Natur etwas Gutes ist, was uns die Natur gibt, was ich messen kann? Das ist auch meines. Alles andere sind für mich keine Lösungen. Und darum hat der Laie keine Chance. Ja. Je nachdem, in welche Hände er gerät. Also, und dann probiert das und dann kaufen sich halt irgendwelche für 3.000 Euro so Kästchen. Und sind halt dann bitter enttäuscht, weil basisch
basisches Wasser halt nicht basisch verstoffwechselt. So ist es halt einfach. Aber es ist natürlich mal in Japan war dann was und schöne Geschichten und toll erzählt. Aber wer nimmt sich denn die Zeit, sich da durchzuwühlen? Und nachdem die Aussagen so konträr ist, weil der eine sagt, ja, nur mit Energie. Klar ist Energie. Der Heiler, der größte Heiler ist immer noch zwischen den Ohren. Und der Max von Pettenkofer, der hat 1 Liter Kolibakterien getrunken. Hochgiftig. Aber er hat natürlich ein Bewusstsein gehabt und hat sich in einen Zustand gebracht, wie oft die Indianer, wenn sie in den Krieg gezogen sind, da waren sie fast unverwundbar, aber die hatten so eine Schwingung, so eine Energie. Aber der normale Willi Wurstl und der Normalverbraucher, das ist mein Ziel, ist der Willi Wurstl. Ich mag die Leute, ich mag die Krankenschwester, ich mag auch die Polizisten, die ganz einfachen Leute, die wirklich hart und ehrlich arbeiten, völlig unterbezahlt sind, aber sind ehrliche, gute Leute. Und das ist mein Ziel, dass die einfach kurz Wasser trinken, wieder zu Kräften kommen. Die liegen mir. Ich mag diese, sagen wir mal, einfachen Leute, weil die sind ehrlich, das sind keine Zinker. Gradlinig. Denen siehst du ihre Gefühle an und das liegt mir und da fühle ich mich wohl, da kann ich entspannen und muss nicht immer Angst haben, dass irgendwie irgendwas tricky dabei ist. Wenn wir jetzt bei der Natur bleiben, welche Werte und Kriterien hast du, die sich auf die Gesundheit auswirken? Was ist da für dich besonders wichtig und was vielleicht auch weniger wichtig? Also was ist vor allem das, was wirklich wichtig ist? Also die Kriterien sind Reinheit, sauber bleiben, Energie. Und ein Schutz, ein gewisser Schutz. Das sind aber die Grundkriterien. Die Königsformeln sind natürlich ein Wirbel und sowas wie molekularer Wasserstoff, wo du halt in Lourdes in den besten Quellen der Welt findest. Aber die Kriterien ist halt einfach die Reinheit, weil kein Stoffwechsel kann funktionieren, kein Protein kann sich falten ohne Wasser. Und die Kriterien ist einfach die Reinheit. Wie schickt es uns der liebe Gott? Wie kommt es vom Himmel? Was ist ein Gletscherwasser? Und jetzt schaust du mal in Österreich viele Hotels an und so, die in den Bergen sind, da sind die Leute begeistert. Und wenn ich das Wasser messe, dann sehe ich immer ein sauberes Wasser von Schadstoffen befreit. Und, oder in Garmisch-Partenkirchen die Höllentalklamm, da donnert es runter. Und das Beste ist halt in Krimmel, das ist das Lustige, in Krimmel, es ist in Österreich, du fährst nach Kitzbühel, Meierhofen, rechts weg Richtung Gerlos. Und da donnern die aus 380 Meter runter. Zum Beispiel hocken da die ganzen Asthma- und Lungenkranken hocken davor 14 Tage und es gibt dramatische Verbesserungen. Dann habe ich da angerufen, sag mal, warum seid ihr kein Heilkurort? Und sagen die, ja, wir können nicht genügend Mediziner unterbringen. Das ist so. Schönes Argument. Und wenn ich natürlich messe jetzt zum Beispiel das Wasser in Krimmel ganz oben, wenn es runterkommt, und jetzt kommen wir zum Thema Mineralien, da geht es 8 Kilometer fließt es dann und dann geht es durch 380 Meter Gefälle, fällt das Wasser runter über Felsen, verwirbelt, da ist immer so ein Gischt drüber und dann messe ich das Wasser aber unten. Und da habe ich 13 ppm, oben habe ich auch 13, wo die Kühe zum Teil nach oben sind, da habe ich 13 ppm, unten habe ich dann vielleicht 13 oder 14. Immer noch dieselbe Qualität. Und wenn ich den Gletscher messe, und dann sage ich natürlich den Widerstand. Für mich ist das Wichtigste die Reinheit. Das Zweitwichtigste ist es natürlich, dass ich es wieder belebe. Und jeder hat einen Wasserfall nicht zu Hause. Aber das kann ich zum Beispiel mit einem Wirbel. Und da kommen wir ja beim Wirbel zu diesem Phänomen, dass du einen hohen Sauerstoffeintrag hast. Aber es erzählen dir viele was vom Wirbel. Für mich ist entscheidend, dass du es messen kannst. Da gibt es Messgerät, Sauerstoffanteil. Da haben wir halt was, den Alchimator zum Beispiel. Und was witzig ist, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, das Phänomen vom Wasser. Normal, wenn ich was verwirble, dann hat es ja Reibung. Dann müsste es ja wärmer werden, aber Wasser wird ja kälter. Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Also verwirbeltes Wasser heißt halt, es ist wie wenn ich was zerhäcksle, diese Wassermoleküle. Und die gehen leichter in die Zelle rein. Und das Dritte ist halt, bei so Wasserfilteraufbereitungsanlagen darfst du nie übersehen, der Mensch und das Wasser sind gleich. Wenn ich dich 3 Wochen in ein Gipsbett einsperre, dann ist dein Körper noch dasselbe, aber du hast keine Kraft mehr, keine Energie. Man beginnt zu gammeln. Und so kann auch Wasser verkeimen. Und darum ist es wichtig, dass es kurze Wege sind, dass du einen Schutz hast vor Keimen und Bakterien und dass, wenn irgendwann mal ein Maschinel kaputt wird, dass du keine Havarie hast. Da habe ich auch schon Erfahrungen sammeln dürfen müssen. Also die 3 Kriterien sind das Wichtigste und die Königsdisziplin ist nur der Sauerstoff und der Wasserstoff. Mehr kannst du nicht machen.
dann hast du diese Wunderwässer von Tacot in Mexiko oder in Lourdes. Und ich kann es ja wieder hingehen. Ich kann nach Lourdes fahren oder ich messe das in Lourdes, haben wir es eben festgestellt. Dann bin ich mal in Nordenau gewesen, da gibt es ab und zu das Wasser im Stollen. Aber wie gesagt, Frequenzen, Schwingungen, wir bestehen ja alle nur aus Energien und aus Schwingungen. Und darum ist der Größte, der Heilwasser machen kann, ist immer noch der Kopf. Hat 90% Wasseranteil. Bei manchen Politikern etwas mehr. Wassermangel, weil oder Wassermangel heißt nämlich, weniger, dass genau. Die Synapsen nicht mehr so richtig schalten. Richtig. Oder man beginnt zu zittern. Da gibt es eine Dame mit drei Fingern, die hat auch schon ein paar Mal gezittert. Also das ist Wassermangel und ein bisschen zu viel geflutet, aber nicht mit Wasser. Der wohl berühmteste Wasserforscher Gerald Pollack hat den Lehrstuhl an der Universität in Seattle. Und er ist mit seinem Nachweis über die vier Phasen des Wassers weltberühmt geworden. Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Was meint er mit den vier Phasen des Wassers? Also wir glauben ja immer, dass wir haben das Wasser nur fest, gasförmig und flüssig. Und flüssig, genau. Aber jetzt sage ich mal, hast du mal eine Wassermelone aufgeschnitten, wo wir wissen, 99% Wasseranteil, wo ist Wasser? Der Mensch besteht zu zwei Dritteln aus Wasser, wo ist das Wasser? Irgendwo müssen wir doch das Wasser sehen. Und das Schöne ist, der Pollack hat die beste Zeichnung, die ich gesehen habe, das fällt mir im Moment ein. Also ist meine Bibel, muss ich sagen, da lese ich, wenn ich mal nicht schlafen kann, lese ich wieder ein bisschen Pollack, sage, aha, so ist es und dann finde ich meinen Frieden. Weil er hat so revolutionär gemacht, darfst aber ja nicht glauben, dass der nicht angegriffen wird, verlacht, verspottet, auch von seinen Kollegen, weil er Wasserforscher, der dir solche elementaren Erkenntnisse gibt, der ist natürlich eine massive Gefahr für Konzerne, für alles. Wenn du sagst, was macht Wasser, was hat es für unvorstellbare Kraft? Er hat hier das ist das Buch, da in die Kamera halte ich das mal, ich glaube, sieht man. Und er hat hier eine Zeichnung, Michael, und die ist einfach legendär. Da ist hier jemand, der ein Gebäude macht, ein Gebilde. Und da siehst du, da stemmt jemand was hoch. Ja. Rechts und links, rechts davon ist irgendein Hund, der einen Knochen nicht kriegen kann. Und links davon hängt irgendwas an einem Baum und das Ganze ist auf Rollen raus. Und das ist die Wissenschaft, die Wasserwissenschaft von heute. Und die Wasserforscher werden deshalb so verpönt. Das ist legendär, das Bild. Und drauf baut man aber ein ganzes Haus. Auf ein Gebäude, das ist einfach nur sehr fragil, sagen wir mal so. Sehr fragil ist höflich umschrieben. Und das heißt, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Und der Pollack klärt halt sehr viele Anomalien auf. Und ich habe auch, er schreibt ein Buch, Water Cells, an Engine of Life. Und ich habe die Dame aufgetrieben, die das Buch ins Deutsche übersetzt hat. Das ist eine Heilpraktikerin. Und die habe ich auch beauftragt, ein paar Passagen ins Deutsche für mich übersetzen zu lassen. Und das hat auch viel Geld gekostet. Über Zellen, über zellverfügbar, Water Cells, an Engine of Life heißt das Buch von ihm, ein früheres Werk. Und da habe ich einfach jetzt für mich die Lösungen gefunden. Die Antwort auf die Frage ist, es gibt das Wasser nicht in drei Formen, weil immer, wenn ich was, also jetzt ist ja Wasser hier, gell? Ein ganz normales Glas Wasser. Und ich tue an die Seite eine Mikroelektrode und die Mikroelektrode, also in H2O. Was soll passieren? Und nachgewiesen ist es, dass wenn ich die Mikroelektrode ganz am Rand, knapp am Rand, ohne dass es das Glas berührt und in die Mitte tue und ich spanne eine Glühbirne dazwischen, dann fließt Strom. Und leuchtet die Glühbirne. Und die Glühbirne leuchtet. So wie bei der Batterie auch, wenn ich Kupfer und Zink seitlich in eine Kartoffel rein tue und in die Mitte der Birne, dann leuchtet, fließt Strom. Ja, wie gibt's das? Also Wasser, immer wenn Wasser, und die Kernaussage ist eine, und das gilt für immer, das ist die wichtigste Aussage, die ich kenne, die wichtigste im ganzen Leben, für jeden Menschen. Immer wenn Wasser eine Oberfläche berührt, die hydrophil ist, das ist alle bis auf eine Teflonpfanne, dann bildet es eine Zone, und diese Zone ist negativ geladen. Kannst du dir vorstellen, wie Hexe, die haut alles raus, die schmeißt alle Fremdstoffe raus. Und du kennst zum Beispiel den Begriff der in der Biologie Dunkelfeldmikroskop. Ja, genau.
Du machst einen Tropfen Blut, dann hast du auf einem Kubikmillimeter 5 Millionen Blutzellen und die kleben zusammen. So richtig wie eine Geldrolle. Du gehst in der Bank, sagst, sie braucht 200 Euro Münzen, dann kriegst du eine Geldrolle. Und so kleben die roten Blutkörperchen beieinander. Mhm, und jetzt kommt die sensationelle, wichtigste Aussage, die sich jeder Mensch vor Augen führen muss. Wenn es mir jetzt gelingt, in diese Geldrollen, also in diese zusammengequetschten roten Blutkörperchen Wasser reinzubringen, dann geht das Wasser rein und es bildet eine negative Zone, negativ geladen, ins nächste auch eine negative Zone. Und jetzt stell dir vor, die negative Zone, negative Ladung, negative Blutzelle, negativ und negativ stößt sich ab. Und das siehst du bei jedem Versuch, wenn die Leute Wasser trinken. Es muss nicht das beste Wasser sein. Geht auch mit Trinkwasser, also mit Leitungswasser, aber natürlich nicht so gut wie bei richtig gutem Wasser. Das heißt, da hast du eine negative Ladung, da eine negative und die stoßen sich ab. Und dadurch hast du wieder freie Versorgung und Entsorgung. Und die Krankheit kann nur entstehen, wenn die so zusammenkleben, nämlich dass du nicht mehr mit Nährstoffen und mit Sauerstoff versorgt bist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wo hast du deine Schwachpunkte? Wo sind deine größten Defizite? Wo sind die größten Giftstoffe abgelagert? Aber wenn ich eine Zelle gut hydriere, dann hat sie eine negative Ladung und die negative stoßen sich ab und dadurch habe ich wieder Versorgung und Entsorgung gewährleistet. Das ist der Schlüssel. Die vierte Phase des Wassers kann ich auch messen. Mit dem pH-Wert, ich kann alles messen, aber die stoßen sich ab und das ist das Geheimnis der guten Ver- und Entsorgung der Zellen und die heißt Hydration. Und der Pollack weist es nach in ganz tollen Kapiteln und Bereichen und da kommen wir dann später auch wahrscheinlich noch drauf. Also die vierte Phase des Wassers ist immer da. Und darum sage ich, wo ist das Wasser im Körper? Es ist immer gebunden. Das Gel, eine Babywindel hat das 50-fache an Wasser, aber es tropft kein Wasser raus. Hm. Ja, was ist die Kraft? Warum schwillt ein Knöchel an, wenn ich eine Verletzung habe? Es hat alles mit Wasser und mit Hydration zu tun. Und zentraler und wichtiger könnte nichts sein als der Nachweis, dass Wasser, wenn es im Organismus ist, immer eine Schicht bildet. Und darum sagt man ja, du machst eine Entgiftungskur. Ja. Jeder sagt, Wasser trinken, Wasser trinken. Ja, warum? Weil, und das ist einfach das Wichtige an der Aussage, weil wenn er gut hydriert ist, dann schmeißt er den Müll raus. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass ich sauberes Wasser habe, das den Müll aufnimmt und über die Lymphe abtransportiert oder über Schwitzen. Also was wir brauchen, sind Strom und wir brauchen ein Wasser, das aufnimmt als Lastwagen und abtransportiert. Und wieder herbringt. Und sind das dann diese Anomalien, von denen wir reden beim Wasser, oder ist das nochmal was ganz anderes? Nein, die Anomalien zum Beispiel kannst du dadurch ja. Es gibt ja XX Anomalien. Zum Beispiel, sagen wir mal, eine Sandburg hast du. Die Sandburg, die machst du, da ist ja dein Zähnchen, dann wird es trocken und plötzlich fällt die wieder zusammen. Nur Wasser hat diese Bindungskräfte in uns. Und es gibt so viele Anomalien, das kann man sich gar nicht vorstellen, was alles. Also zum Beispiel mein berühmtestes ist ja das, warum das Knie nicht quietscht. Und das ist die zentrale Geschichte auch wieder von der Anomalie. Du kannst dir vorstellen, also man muss jetzt wissen, die Kraft des Wassers. Ich habe jetzt das mal angesprochen mit dem Dunkelfeld. Aber welche Kraft hat Wasser? Welche Kraft hat Wasser? Du siehst eine Rostkastanie. Die zieht ein bisschen Wasser rein. Und welche Kraft braucht die Rostkastanie, dass sie vom Keimling zum Baum wird, dass die Pflanze rausgeht? Das zweite ist, welche Kraft, was haben die alten Ägypter gemacht, als sie die Granitblöcke gesprengt haben? Wie ist das gegangen? Das dritte ist, als die erstmals Reis nach Europa kam, warum sind die ersten Schiffe gesprengt worden? Da war niemand an Bord. Oder wenn Linsen, ein Schiff voller Linsen, das exportiert wird, wenn da ein bisschen ein Dunst nur reinkommt, ein bisschen Feuchtigkeit, warum sprengt es die Schiffe? Was hat Wasser für Kraft? Und Wasser hat eine Kraft, da gibt es jetzt zwei Begriffe. Oder du hast einen Gehsteig im Frühjahr, wo plötzlich der Gehsteig gesprengt wird. Da sprengst du die Betonplatten. Oder jetzt noch besser, im Frühjahr, du hast einen Krokus. Der Krokus ist aus dem Schnee, aus dem Eis, aus dem harten Boden kommt ein kleines Pflänzlein und dann blüht es raus.
Was hat das für Kraft? Und die Kraft, da gibt es zwei Parameter. Das erste, du hast nur zum Vergleichen von der Kraftentwicklung, das erste ist, wenn du einen Wasserrohrbruch hast, dann kommt das Wasser mit 3,9 Bar kommt's raus. Gell? Weißt du, Wasser, Hausmeister klemmt es rein und so haut es raus, 3,9 Bar. Welche Kraft kann Wasser entwickeln, vergleichbar in Bar wie mit der Wasserleitung? Du kannst dich nur blamieren, sagt die Antwort. 3,9 Bar sind geboten. Wie viel Kraft Wasser braucht es zum Beispiel, dass die kleine Kastanie platzen bringt? 3,9 Bar ist das Wasser. 10 Bar? Ja, 10, die 0 ist richtig. Es entwickelt 400 Bar. Boah. Das Hundertfache. Das Hundertfache, ja. Und jetzt bei der Rostkastanie umgerechnet auf 1 Kubikzoll, also das sind 2,5 Zentimeter, so groß wie eine Briefmarke, um das zu bewegen, dann brauchst du genau 297 Kilo. Nur um die Größe einer Briefmarke. Und darum ist bei der Gesundheit wieder das Entscheidende, dass du sauberes Wasser hast, weil das entwickelt die Kraft des Wassers. Und jetzt die Anomalien zum Beispiel. Warum quietscht das Knie nicht? Du hast Oberschenkel, du hast Unterschenkel. Und wenn ich das gut hydriere, dann bildet es diese Zone, die negativ geladen ist. Ja. Elektronen. Oberschenkel, Unterschenkel, beide diese Zone. Und wenn ich jetzt viel Licht habe und viel Wasser, dann sind die Zonen größer. Das sind Elektronen, negativ geladen. Aber in der Mitte die Protonen. Und negativ stößt sich zusammen. Du kannst es nicht zusammendrücken. Die Hydrationskraft, das ist bei Seite 216. Da geht es um einen Reibungskoeffizienten. Und das kann ich da lesen. Wenn du eine Schmierung hast mit Wasser, haben die du hast normal einen Reibungskoeffizient von 1 und die Reibungskoeffizienten bei polymeren Oberflächen, die Hydration übertrifft, die Reibung übertrifft es um 100.000-fache. Du hast den beim Reibungskoeffizienten von 1, den wir sonst kennen aus normalen Schmierungen, du hast den auf 1. Und den Reibungskoeffizienten bei Polymeroberflächen hast du 0,00001, also das 100.000-fache. Darum gibt es ja auch in der Medizintechnik immer die hydraulischen, die Wasserhydraulik gibt es ja auch, die hat genau dieselbe Kraft. Und jetzt beim, warum das nicht quietscht, ja. Ist ja auch so, oder auch bei den Gelenken, dass du immer die Kapsel drüber hast, weil sonst würde das ja abhauen können. Da gibt es einen interessanten Versuch, du nimmst jetzt zum Beispiel so ein Glas Wasser und tust da eine kleine, einen Hohlkörper rein, so eine Art Schlauch, der ist ganz leer. Und du tust ein paar Bröselchen rein, so kleine Mikrosphären, damit man sieht, das ist ähnlich wie wenn du in der Luft dann so Teilchen schwimmen siehst, also ganz kleinste Teilchen. Die tust du ins Wasser und denkst du, ja, was wird denn schon passieren? Aber du siehst diesen Hohlkörper so hohl und dann siehst du in der Mitte, dass plötzlich sich diese Zonen bilden, die sind negativ geladen, aber die Mikrosphären beginnen plötzlich, gehen durch. Da gehen sie rein, weil sie eine Anziehung haben, positiv und negativ zieht sich an, geht durch und hinten wieder raus. Dann hast du ein Perpetuum mobile, nonstop. Und jetzt ist das mit der Kartoffel so. Die Kartoffel hat halt auch sehr viel Wasseranteil drinnen. Und wenn ich jetzt da eine Potentialdifferenz mache aus Zink und aus Kupfer, die verschieden leiten, dann hast du hier auch einen Elektronenfluss. Und darum sage ich, wir sind doch alles kleine Kartoffeln. Aber die Lampe leuchtet. Und zwar permanent xx lang. Und das ist halt das Geheimnis. Und so ist es ja auch beim Blut. Wir haben ja eine Blutversorgung von 110.000 Kilometer. Und warum hast du eine Stunde nach dem Tod einer Maus, das haben israelische Forscher festgestellt, warum hast du eine Stunde nach dem Tod der Maus, fließt immer noch Blut? Wir denken, und darum ist Thomas Cohen ein großer Pionier, der hat das Buch geschrieben, Your Heart is not a Pump. Du hast 100.000 Kilometer im Körper. Das ist schulmedizinisch unstrittig, jeder, ja. Unstrittig. Ja. Und wie willst du es machen? Und du brauchst am Tag, wenn du pro Impuls hast du ungefähr 0,5 Liter Blut, was das Herz ausstößt, dann hast du am Tag um die 7.000 Liter, das durchgepumpt wird, durch 110.000 Kilometer. Und jetzt kommt aber noch das ganz, ganz Entscheidende dazu. Wie soll das jetzt gehen, wenn du die kleinsten Kapillaren haben eine Größe von 3 bis 4 Mikrometer.
Weil das Blut kommt ja vom Herz wie eine achtspurige Autobahn. Vierspurig, zweispurig, einspurig, Gehweg, Pfad und dann Kapillare. Und dann Hutschimimpfad oder ganz dünne Brücke. Aber da muss das Blut durch. Jetzt musst du aber vorstellen, die roten Blutkörperchen haben eine Größe von 6 bis 8 Mikrometer. Die Kapillaren haben bloß 3 bis 4 Mikrometer. Ja, jetzt bringen wir einen Fußball durch eine Klospülung oder eine Maus durch oder einen Elefant durch die Maus. Geht nicht. Aber die medizinischen Aufnahmen zeigen, dass sich die roten Blutkörperchen falten. So, die gehen zusammen. Und jetzt kommt das Verheerende für die Gesundheit. Das reden wir über eine, und das ist Pollack-Anomalien, dass er halt sagt, ja, und das weiß man ja nach, man kann das im bildgebenden Verfahren sauber dokumentieren. Die falten sich, und wenn du jetzt natürlich Wasser hast mit sehr viel Kalk drinnen und sehr viel Natrium, dann hast du einfach das Natrium, wenn du eine Radieschen salzt mit Natrium, dann quillt es auf, dann schwitzt es ein bisschen, quillt ein bisschen und der Kalk verhärtet es auch noch. Und wenn ich jetzt sehr viel Kalk und sehr viel Natrium habe, dann verhärten sich die roten Blutkörperchen und gehen auseinander. Ui, ui, ui. Und der Mensch ist das einzige Lebewesen im Universum, dessen Bluthochdruck kennt. Und das ist aber auch wieder Physik. Es gibt sonst niemanden mit Bluthochdruck. Und da ist du musst den Hintergrund nochmal erläutern. Kalium, Natrium ja. lässt die roten Blutkörperchen aufquellen und dadurch hast du eine schlechtere Versorgung. Ja. Und es ist halt einfach ein bisschen enger, als eh schon ist. Ja. Es geht ja sowieso schon nicht durch. Ja. Und jetzt nimmst du das permanent zu dir, eine Überdosierung. Und wir haben auch viel zu viel Salz. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und darum ärgert mich die Mineralwasserverblödung total. Weil die sagen immer, ja, du brauchst die Mineralien und das war und den Kalk ist gesund und so. Entscheidend, das Verhältnis Kalium zu Natrium war früher 20 zu 1. Das hat der Dr. Jakob nachgewiesen, Dr. Jakob, Dr. Alex. 20 zu 1 Kalium für Natrium. 20 Anteile Kalium, 1 Natrium. Heute ist es umgedreht. Und ich habe jetzt den Mineralwasserrapport neu geschrieben und da bin ich einfach in den Supermarkt rein und da kommen wir auch wieder auf Ernährung, auf Elektronen zurück. Was gibt uns Kraft? Wir brauchen Elektronen. Da bin ich in eine Banane, Äpfel, Birne, Zwetschge, Dattel, alles was es so gibt im Supermarkt. Und das habe ich mal von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wichtig, Deutsch, Ernährung. Also habe ich geschaut, wie hoch ist der Anteil Kalium, Magnesium, Natrium, was ist da drin? Und sieh an, Kalium findest du in keinem Wasser mehr wie maximal, nicht mal 1% vom Tagesbedarf, findest du in Kalium. Aber viel Natrium findest du in den Leitungswässern. Und jetzt kommt halt, dass das Verhältnis Kalium-Natrium nicht 20 zu 1 ist. In unseren Wässern ist es 1 zu 20. Es hat sich umgedreht. Wir haben viel zu viel Natrium, viel zu viel Kalium. Und jetzt, da gibt es auch, wenn ich eingebe im Internet Mineralien-Tabelle, dann siehst du zum Beispiel ein großes Unternehmen, das sehr viel Calcium, Magnesium, Kalium verkauft, das Mineralwasser hochpreist. Und da steht aber fairerweise immer dort Kalium. Und da steht Tagesbedarf maximal 1 Milligramm. Du brauchst nämlich, was keiner weiß, 4000 Milligramm Kalium brauchst du und du brauchst Natrium, natürlich, weiß ich jetzt gar nicht wie viel, aber 20 ist eh der Höchstbedarf, aber 4000 Milligramm und Kalium kriegst du nie raus, aber aus Lebensmitteln, und jetzt sind wir wieder bei der Ernährung, ich sage jetzt das plakative Stichwort, unser tödliches Fehler ist, wir essen Kartoffelchips statt Kartoffeln. Kartoffelchips sind gesalzen, aber Kartoffeln hast du auf 100 Milligramm 400 Milligramm Kalium. Und mein ganz einfacher populistischer Austrag ist ja so, dass ich sage, du kannst jetzt zum Beispiel 2000 Liter reinstes Mineralwasser trinken, 2000 Liter, wirst nicht überleben. Oder du könntest natürlich 3 Bananen und 2 Kartoffeln essen. Und dann hättest du deinen Tagesbedarf an Kalium. Und dann wäre es erledigt. Und darum ist das für mich Verwerfliche, dass man den Menschen suggeriert, ja, du brauchst ja Mineralien, da muss doch was drin sein. Und dann gibt es ja noch das Thema zum Calcium, Dead by Calcium. Der Dr. Levy weist nach, bei 61.000 Leuten, dass wir viel zu überkalzifiziert sind. Du brauchst ungefähr 1000 Milligramm Calcium. Jetzt trinkst du 2 Liter von einem Magnesium-Calcium-Wasser. Ganz toll. Ja. Und dann hast du 1000 Milligramm Kalzium beieinander. Jetzt machst du aber den großen Fehler, dass du noch 100 Gramm Emmentaler isst. Dann hast du die doppelte Menge, wie du brauchst. Dann hast du zu viel drin.
Also im Emmentaler 100 Gramm sind 1000 Milligramm Calcium drin. Calcium drin, ja. Und das bei Calcium heißt du Überkalzifizierung, vor allem bei Frauen und Brustkrebs, weil das Calcium müsste in die Knochen und bitte in die Zähne und in die Knochen, aber niemals im Bindegewebe. Es geht ja einmal um die Zellverfügbarkeit. Also es hängt sehr zusammen, aber es ist ein Riesengeschäftsmodell mit diesen Löcher bohren und was rausholen und die Leute, 16 Stoffe werden getestet. Bitte, 16 Stoffe. Pflanzenschutzmittel gibt es nicht. Man sagt, dass 90% aller Erkrankungen mit Übersäuerung zusammenhängen und da ihre Ursache haben. Ist das so und warum ist das so? Oder kann man etwas, wenn das ein Problem sein sollte, ich gehe mal, wenn du das so erwähnst, davon aus, dass das ein Problem ist, kann man da irgendetwas tun? Ja, weil das ist auch wieder so ein Thema. Also ich bin ja ein Wassermensch, aber ich höre immer wieder, oh Gottes Willen, Osmosewasser ist ja sauer. Dass ein Mineralwasser einen pH-Wert hat, pH heißt Potentia Hydrogenia, ein Mineralwasser mit Sprudel hat einen pH-Wert von 3,7, aber da ist völlig wurscht. Aber warum braucht unser Leitungswasser einen pH-Wert von 6,5? Weil man natürlich Löschkalk, weil es nicht korrosiv sein soll. Das also nur als Nebensatz. Aber die Übersäuerung ist natürlich latent, weil wir über unsere Ernährung einfach viel zu viel Säuren zu uns nehmen und das ist so ein Gebiet, wo man auch wieder ein riesen Geschäftsmodell macht, dass man sagt, oh, ich bin ja übersäuert. Dann nehmen die Herren und Damen nehmen ihren Urinstreifen und sagen in der Früh, ui, 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 ich bin ja übersäuert. Ja, bitte, Sie müssen übersäuert sein, vor allem in der Früh, weil die Säuren rausgehen, weil wir in der Sekunde 10 Millionen Zellen kommen und gehen und das ein ganzes Leben lang. Und die Säure natürlich über die Ernährung sehr viel Übersäuerung sind. Und darum ist das Entscheidende, was wir brauchen, sind Elektronen und sind Basen. Die kriegen wir nicht mehr aus unserer Ernährung, die kriegen wir. Aber darum hast du diese Lebensmittel, wirklich Leben, die Elektronen haben und die basisch sind. Also diese gesunden Sachen, Brokkoli, Avocados und so, die haben einen Haufen Elektronen und die sind gegen die Übersäuerung. Aber wo hast denn du heute Lebensmittel mit viel Elektronen? Ich habe zum Beispiel, wir bieten ein Produkt an, das heißt Lurtgenerator. Da geht es einfach darum, dass ich das Wasser auch antioxidativ machen kann. Ich habe zum Beispiel eine konventionelle Tomate gemessen, da hattest du eine Spannung von 30 Millivolt. Das heißt, das ist eher oxidativ. Das ist gibt keine Elektronen ab, sondern raubt er eher Elektronen. Also so eine Tomate aus dem Ausland, die jeder kennt, wo sie immer mit dem Wohnmobil durchfahren, also in Deutschland. Und dann habe ich die aber in ein Wasser reingetan mit sehr vielen Elektronen und sieh an, das ist dann rübergegangen. Aber in einem Karottensaft habe ich auch gemessen, findest du zum Beispiel minus 150 Millivolt, da findest du Elektronen. Und darum ist das Thema Säurebasen, natürlich darfst du nicht zu sauer sein, der Kaffee und uns. Wir sind zu sauer, zu übersäuert. Und nochmal, warum ist die Ursache? Weil wir, je älter wir werden, haben wir so viele Stoffwechselreste angesammelt, dass wir schauen müssen, dass es rausgeht. Und darum geht es eigentlich. Und wie kriege ich das raus? Wie kann ich das, also wie kann ich jetzt wirklich? Mit basischer Ernährung. Also basische Ernährung heißt zum Beispiel mit Elektronen. Ich habe im Wasserbereich auch Elektronenwasser, aber mit basischer Ernährung, da kann ich sehen, zum Beispiel Karottensaft hat die und die Werte, die sind Elektronenspender und die neutralisieren die Übersäuerung. Aber nicht, dass man einfach sagt, ja, nimm dessen das Heilwasser. Mir geht es nur ums Wasser, dass ich sage, Mineralien sind Blödsinn, ja um Gott. Und wenn du, eine gute Lösung ist zum Beispiel Kaisers Natron, das ist auch eine gute Pufferwirkung. Also das ist auch Säure neutralisiert. Also ich will nur das Thema kurz anschreiben. Ja, ja. Es ist viel zu einfach, dass man sagt, oh Gott, mein Urin ist sauer. Den musst du den ganzen Tag messen und dann muss es eine Kurve geben. Es gibt, in der Früh soll er sauer sein, weil wenn du mal nimmer sauer bist, dann hast du ein Problem. Ja. Weil in der Nacht, wir schlafen ja deshalb, damit der Körper den Müll verarbeitet, damit er ausleiten kann. Und wenn du den ausleitest, musst du es natürlich auch messen können. Genau, und der muss sauer sein. Genau, genau. Und jetzt gibt es die Geschäftemacher, die sagen, du musst jetzt ein basisches Wasser trinken, weil du hast ja sauren Urin. Ja, lieber Herr Gesangsverein, das ist doch genau der Falsche. Aber es ist wieder ein gutes Geschäft. Ein weiterer Punkt oder eine weitere These lautet, da geht es dann um die Dehydration. Ja. Was kann ich da richtig und was kann ich da falsch machen beim Thema Dehydration? Also das ist bei uns, ja, jetzt sage ich es mal ruhig mal ein bisschen drastisch,
Das ist das größte Verbrechen. Zum Beispiel in einem Krankenhaus, dass man einem frisch Operierten nicht reinstes, sauberes, hochaufnahmefähiges Wasser gibt und ein paar Avocados dazu oder Mineralien. Also die und Dehydration. Jeder Stoffwechsel hängt am Wasser. Jede Proteinfaltung im Körper hängt nur am Wasser. Und wenn ich jetzt zu wenig wässere, dann ist der Mensch wie eine Pflanze. Lässt den Kopf hängen. Und das sehe ich so oft. Ich habe neulich mal Kastanien gesammelt und die habe ich 14 Tage dehydrieren lassen. Habe ich ein Foto gemacht, da sind sie eingeschrumpft. Und dann habe ich sie in ein sauberes Wasser gelegt und wups, waren sie wieder voll. Aber jeder Stoffwechsel, jede Zelle hängt halt nur, alles hängt am Wasser. Und wenn ich natürlich zu wenig mache, das ist, dann gieße ich zu wenig, dann habe ich zu wenig Energie. Und die Krankheit kann in meinen Augen, nach meinen Forschungen und Erkenntnissen nur entstehen, wenn ich einfach nicht genügend ausleite, die Giftstoffe, die einfach da sind und durch einen normalen Stoffwechsel ja auch kommen müssen, dann kann nur, wenn ich richtig hydriere, dann, wie ich gerade gesagt habe, Hydration heißt entmüllen. Hydration heißt EZ-Zonen. Hydration heißt einfach, dass die ganzen Stoffe in diese Zonen kommen und ausgeleitet werden. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann kommt irgendwann natürlich dieser Geldrolleneffekt. Und das ist nur die Frage. Und Professor Vasson hat halt festgestellt, in gewissen Gebieten Frankreichs, wo die Wasserqualität, je höher mineralisiert, umso höher die Sterblichkeit. Das heißt nicht, dass Mineralwasser, also die Portion macht das Gift, aber Wasser müsste sauber sein und mineralreich die Ernährung. Darum war das ja in der Eingangsbemerkung auch von René Quarton. Übrigens, da habe ich eine Messung gemacht. Ich habe ja reinstes Wasser genommen und dann habe ich eine Ampulle Quarton-Mineralien genommen und diese Quarton-Mineralien haben alle 78 Mineralien und Spurenelemente drin, wie das Blutplasma. Eins zu eins. Ja. Darum sind auch die Walfische so groß und stark, weil sie nur dieses Phytoplankton essen in der Atlantik und da sind alle Mineralien drin, wie das Blut, weil wir kommen ja aus dem Meer. Und dieses Meerwasser hatte dann, ich hatte reines Osmosewasser mit 2 Mikrosiemens Leitfähigkeit oder 2 ppm und dann hatte das nur 100, also obwohl ich höchste Mineralisierung hatte. Aber wenn ich jetzt ein Mineralwasser trinke mit 1000, ja lieber ein Gesangsverein. Und wenn ich dann sehe, wie ich es gesagt habe, bei dem Rohwasser, dass du 900 Milligramm Natrium hast, da sperren sie sich ja ein. Oder jetzt mit dem Sulfat, wenn du den Leuten Wasser verkaufst mit 1500 Milligramm Sulfat und der Grenzwert ist ewig schon bei 250. Es ist halt nicht in der Mineralwasserverordnung. Also Dehydration, denkt nur an die Pflanze, an alles. Das Gehirn hat ja diese 90% Wasseranteil und wenn das dehydriert ist, 20% von der Flüssigkeit gehen in diese 3% Körpermasse, da gehen die durch. Und wenn ich das Gehirn natürlich zu wenig wässere und zu wenig, dann kannst du auch diese berühmten Gehirnschläge, wenn du das dann anschaust, ich empfehle jedem das Buch Körperwelten sich anzuschauen. Und da siehst du, wie fein verzweigt es ist. Und das ist auch ein Punkt, natürlich Übersäuerung und Dehydration. Und der Körper, schau, Dehydration ist ja nichts anderes, wie wenn ich sage, ich habe hier einen reich gedeckten Tisch, das ist eine menschliche Zelle. Und jetzt komme ich in den Mangel rein und dann kann ich ja sparen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und irgendwann wird es dem System zu viel. Wird es zu viel, genau. Wässern, ja. Wässern, wässern, ja. Wie in der Natur. Wenn man sich jetzt eine Krebszelle anschaut, dann hat die eine ganz spezifische Spannung von minus 10 Millivolt. Millivolt, genau. Minus 10 Millivolt. Und eine gesunde Zelle von minus 100 Millivolt. Welche Konsequenzen oder welche Auswirkungen hat das, wenn es eine solche große Diskrepanz in der Spannung gibt? Ja, aber jetzt sind wir ja schon wieder bei unserer Hydration, bei der Messbarkeit, bei der EZ-Zone, die negativ geladen ist. Und da gibt es ja Gott sei Dank den Professor Navion. Navion hat eine Universität in Washington, einen Lehrstuhl, und der konnte sogar die einzelnen Teile messen. Weil jetzt müssen wir ja mal wissen, wie groß ist eine Zelle. Eine Zelle hat 0,01 Millimeter. Man sieht es praktisch nicht. Nur die Samenzelle oder Eizelle ist das einzige Sichtbare. Aber jetzt muss man sich einmal die Größenverordnung vorstellen. Eine Zelle, zum Beispiel eine Nervenzelle, hat, du kennst die Mitochondrien, die sind aufgebaut wie eine Batterie.
Und eine Nervenzelle hat auf dieser Größe, nicht mal kleiner als 0,01 mm, hat die 2000 Mitochondrien. Das heißt, so Golgi-Apparat, endoplasmatisches Reticulum, hast du ja noch viel drin wie in einer richtigen Stadt. Und wenn ich jetzt natürlich die gut hydriere, dann habe ich diese Negativspannung. Und die Negativspannung zum Beispiel, und darum ist der pH-Wert für mich nicht das Entscheidende, sondern die Elektronen, weil auch der nachweist, dass manche Organellen zum Beispiel eine Minusspannung haben und der pH-Wert sauer ist. Also die Mitochondrien im Idealzustand haben eine Spannung von minus 330 Millivolt. Muss dir vorstellen, minus 330 Millivolt. Aber wenn ich jetzt nicht gut hydriere, habe ich nicht mehr diese Spannung, kriege ich her. Und eine Krebszelle geht ja in die Gärung über. Auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, weil sie nicht genügend hat, die frisst sich mehr oder weniger selber aus. ATP. Ausbeute ist da 2 zu 36 in Millimol ausgedrückt, aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass ich messen kann, wenn ich die Zelle gut hydriere, habe ich die hohe Zellspannung und eine Krebszelle ist halt nicht gut hydriert. Das weiß da der Dr. Cohen nach. Dr. Cohen hat ein Buch geschrieben, Krebs und die neue Biologie des Wassers. Und in dieser neuen Biologie des Wassers sagt er, dass die Krebszellen natürlich nicht nur ausgehungert sind, die haben auch keinerlei Kontakt mehr zur Außenwelt, weil die sind für sich, sagen wir mal, auch, man kann sich es ruhig so vorstellen, mit dem Überleben beschäftigt. Mhm. Und diese Spannung von 10 minus Millivolt heißt halt einfach nicht mehr hydriert. Und nicht mehr hydriert heißt nicht mehr negativ und damit kein Ausschluss von dem ganzen Müll, der einfach durch den Stoffwechsel, weil was die Leute ja nicht wissen oder was nicht im Bewusstsein ist, ich vergleiche es mit dem Fußball, Borussia Dortmund hat ein Stadion von 80.000 Zuschauern. Und eine Zelle hat in einer Sekunde 100.000 chemische Reaktionen. Und wenn du jetzt in der Fußball-Bundesliga Tor schießt, springen 80.000 Leute auf und sagen, Hurra, das heißt, da ist Energie da. Aber eine Zelle kann 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde ausführen, mal 80 Billionen. Also das Feld ist so unvorstellbar. Gott sei Dank ist es messbar, dass ich einfach sage, die Hydration und entscheidend ist, Elektronen ist die Spannung und dann funktioniert der Stoffwechsel wieder. Wie wir es vorhin auch gesagt haben, die Zellen stoßen sich ab, haben Energie, aber eine Krebszelle ist halt isoliert für sich und damit führt sie Eigenleben und hat auch Verhärtungen. Verhärtungen heißt also auch, dass die sich nicht mehr in diesem Verbund, weil es gibt auch die Zellkommunikation und die Zellversorgung ist halt dann auch schlecht, wenn du eigentlich schon wucherst und faul bist. Mhm. Aber nicht jede Zelle stirbt friedlich. Den Satz habe ich gemerkt. Sehr gut. Die Kraft, die das Wasser hat, die ist ja bemerkenswert. Also wir wissen das von den Keimlingen, die durch, ich sag mal, eine geteerte Straße sich durcharbeiten. Wir wissen auch ein altes Beispiel aus dem alten Ägypten, wo da auch erstaunlichste Sachen von der Kraft des Wassers und von dem Beleg einer solchen Kraft nachweisbar sind oder vorzeigbar sind. Was kann man dazu sagen zu dieser? Das haben wir vorhin schon gestriffen, wo ja. Ich gesagt habe, also zum Beispiel bei den alten Ägyptern. Mhm. Ich meine, jetzt kommen wir dazu, wir haben vorher ja schon der Kraft des Wassers mit den Keimlingen gesprochen, aber jetzt bei den alten Ägyptern, die haben einen Pfeil, einen Keil reingeschlagen. Mhm. Und dann haben sie nur gewartet, erstens haben sie es dann Wasser reingetröpfelt in das Holz. Oder man kann ja noch sagen, das Wasser steigt 100 Meter in einem Baum auf, gegen jedes Gesetz der Physik. Das sind die Anomalien, die der Pollack einfach aufklärt. Aber bei den Ägyptern war es halt so, dass sie einfach nur gewartet haben, oh Herr, lass es Abend werden, das kälter wird. Und Wasser dehnt sich ja dann aus, wenn es kalt wird. Und dann durch das Licht hat es die Felsen gesprengt. Das ist die unvorstellbare Kraft des Wassers. Und wenn wir jetzt unsere 110.000 Kilometer im Körper bewegen, dann ist es halt das Entscheidende. Was gibt dem Wasser die Kraft? Ich sage immer ein Beispiel. Mein Liebling, da gibt es einen Film, die Gefangenen, die Verurteilten. Das ist einer, der hat seine Frau umgebracht, angeblich, war aber unschuldig, bla bla bla. Der wurde 4 Wochen eingesperrt. Ohne Tageslicht in dem Knast. Dann wurde das nochmal verlängert, weil er ungehorsam war, nochmal 4 Wochen. Der war also 2 Monate ohne Tageslicht und hat es überlebt. Er hätte es nicht überlebt,
wenn du ihm das Licht genommen hättest. Jetzt kannst du sagen, ja, es ist ja dunkel gewesen. Und dann gibt es den Professor Wojtek heißt er, Universität in Moskau, der hat Wasser mal ein Jahr lang nur ein kleines Lichtlein, so Lumineszenz, so einen Versuch gemacht mit der Lumineszenz. Und dieses Licht hat ein Jahr gebrannt, weil wenn du, was uns antreibt, ist das Licht. Das war das Licht von dem Ganzen. Also Licht ist dasjenige, was uns antreibt. Und man kann es jetzt zum Beispiel sehen. Jetzt haben wir wieder diese EZ-Zonen, diese Exklusivzonen. Was beeinflusst das? Was gibt uns die Kraft? Wenn ich dich narkotisiere, das heißt, ich gebe dir ein Anästhetikum, dann geht diese EZ-Zone auf Null. Dann hast du keine Elektronen mehr, dann bist du bewusstlos. Und jetzt gebe ich dir aber Infrarot, dann vergrößert sich die Zone aufs Fünffache. Also antreiben tut uns Licht und Wasser. Das ist der Treibstoff des Lebens. Und darum sind auch die Früchte, die geerntet werden, die frischen Früchte, die haben nichts anderes wie Wasser und Biophotonen drinnen. Und darum sind die Mineralien so wichtig, weil die haben den Strom, die bringen die Elektronik. Also die Kraft des Wassers ist unvorstellbar und die funktioniert nur mit Licht. Und darum sage ich also, und jetzt sagt man ja, aber im Meeresboden, da kann das ja gar nicht sein. Meeresboden ist ja stockfinster. Warum leben die Fische dann trotzdem? Weil sie haben Infrarot. Und darum sind da Infrarotstrahlen und Infrarot ist so gesund, weil nachweislich diese Zonen sich verfünffachen. Also dann hast du mehr Energie. Und ganz ehrlich, jetzt kommt die Frühlingssonne wieder, dann sagst du auch nur, wow, Veronika, der Lenz ist da. Ja, so ist es. Dann sagst du, boah, schön. Und du gehst raus, du träumst doch nur vom Meer und dass du diese Energie hast der Sonne. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Also Wasser und Sonne, Licht. Und eben diese Mineralien aus den Früchten, weil das ist messbar, die haben diese Negativspannung, sind die Elektronenspender. Und damit ist das Geheimnis auch gelüftet, diese Kraft des Wassers und was uns antreibt im Körper, was das Blut zum Fließen hält, das ist einfach nicht das Blut, das kann nicht sein. Das hast über 7000 Liter, was durchgepumpt wird, durch Leitungen, die so klein sind. Und da müsste das ja auch, wenn das so stimmen würde, müsste auch der Fluss des Blutes, so wie beim 120-80er Blutdruck sein, es müsste ja theoretisch das Blut immer stocken, durchgehen. Aber es fließt ja permanent, also treibt uns nicht das Herzlein an. Das Herzlein treibt uns in der Liebe an, aber... Welche gesundheitlichen Effekte erziele ich, wenn ich ein ganz bestimmtes, nämlich reines, negativ geladenes Wasser zu mir nehme? Was gibt es da für Effekte? Oh, das ist natürlich eine heiße Kiste. Oh, ich habe jetzt 15 Jahre, ich sammle das ja auch. Und ich bin ja zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, wenn ich diese Live-Berichte, erst gestern, ich schwöre es bei meinen Augen nicht, gestern hat mich wieder einer angerufen, der Thomas, und hat gesagt, Erich, pass auf, jetzt muss ich das sagen, von meiner Mutter, von der Oma, von dem und wie es mir geht. Da habe ich gesagt, lieber Thomas, gib es mir schriftlich. Ich darf dich nicht aufzeichnen, weil in dem Moment, wo ich es veröffentliche, dann habe ich ein Riesenproblem. Geht nicht, weil ich darf ja nicht Heilaussagen machen. Ja. Also da bräuchte ich... also die Frage war, was sauberes Wasser bewirkt. Ganz einfach, es entgiftet dich, es nimmt den Müll auf. Wasser ist ja ein Magnet, es transportiert. Es gibt dir Energie aus dem Bereich und das wichtigste Wasser ist das Mineralwasser. Und das Mineralwasser finde ich immer, darum sage ich, liebe Leute, wenn ihr wirklich in meinen Augen, mein persönlicher Laien, naiver Gesundheitsthema nach 15 Jahren, frag aber ja keinen Arzt oder Apotheker, sage ich immer. Das Einfache ist, entgiften, entschlacken, entmüllen, und wieder frische Energie sammeln. Und das ist Mineralwasser. Das heißt, frisch gepresste Säfte. Norman Walker ist ja ein Beispiel, der mit 65 Jahren Krebs hatte. Und dann ist er gestorben, aber erst mit 116, weil ihn ein Auto überfahren hat. Also, andere streiten, dass er 99 geworden ist. Er ist auf Kallisfällen natürlich nicht gestorben. Und er hat nur dampfdestilliertes Wasser getrunken und nur Gemüsesäfte. Und ich persönlich mache das auch. Also ich habe jetzt meine Ernährung dahingehend umgestellt, dass ich nicht mehr 13 Weißwürste esse, sondern nur noch 8.
Aber schon in die richtige Richtung. Ja, genau. Ich bin ja das Alter. Also, ja. Aber ich habe jetzt auch das Zweite, jetzt sage ich es mal einfach bei mir, ich habe Idealgewicht, ich bin bloß 20 cm zu klein. Ja, das ist immer dasselbe Problem. Genau, das ist. Aber ich laufe eine Stunde um den Schliersee rum oder ich laufe 10 Kilometer auf Beton und habe keine Knieschmerzen. Das ist bei mir so. Und ich kann ja nachweisen, wie wir vorhin schon gesagt haben, der hohe Widerstand, das Wasser, was Wasser für Kraft hat. Das heißt, ich bin sehr gut hydriert. Untertags mit reinstem Wasser, mit Mineralwasser, also mit Mineralien aus Säften, aus Gemüsen, aus dem Obstsaft, aus dem Selleriesaft, Anthony William, aber nicht nur. Und dann mache ich mal einen Karottensaft und dann esse ich halt Orangen, je nachdem, was da ist. Das mache ich schon sehr bewusst, ich mache 16-8, aber also 16 Stunden nichts und dann 8 Stunden essen. Ich wechsle nur abends die Flüssigkeit mit einem guten Rotwein oder einem schönen Bierle. Mhm. Das macht aber nichts aus, aber das Wasser ist das Zentrale und das Wasser findest du mit 99% in Obst und Gemüse und du findest das in reinster Form in einem sauberen Wasser. Und ich empfehle eben nur diese 4 Mineralwässer oder ich empfehle einfach einen Wasserfilter, dass du das einfach raustust auf Basis entweder Dampfdestillation, wie es uns der liebe Gott schickt, oder mit der Umkehrosmose plus eine weitere Aufbereitung. Und das Geheimnis von Lourdes ist einfach, und das ist der Königsweg, ist, dass du nur reduziertes Wasser schaffst, nämlich dass du zusätzlichen Wasserstoff dazugibst, weil das ist ein selektives Antioxidans. Wir haben immer das Thema in der Ernährung Vitamin A, B, C, D, E. Vitamin C hat die Formel C6H8O6. Vitamin E hat C29H50. H50, Wasserstoff O6. Und Wasserstoff ist das, was uns antreibt. Und der reine Wasserstoff im Wasser ist selektiv, das heißt, es neutralisiert nur die schädlichen freien Radikale. Und das ist das Geheimnis wieder vom Lourdeswasser. Also der Königsweg kann nur sein reinstes Wasser. Also in meiner 15 Jahre Erfahrung mit diesen, ich hab Berichte mit MS, mit Demenz, Parkinson, viele. Und ich habe natürlich viele Ärzte, es gibt einige Ärzte, viele auch, die schicken mir Berichte zu zum Beispiel. Oder Studien, wo sie selber machen. Der eine mit der Radionik, der andere. Also ganz viele verschiedene. Und sogar haben wir ein sehr bekannter Mensch, der sich mit Wasserstoff, hat mal was geschrieben, eine Widmung, hat gesagt, Mensch, das, was wir machen, wäre super. Und mit unserem Lourdes oder so, was wir dann das Wasserstoff machen. Also wir brauchen Energie, wir müssen entmüllen, entgiften, Selbstheilung. Der Körper heilt sich selber. Wasser heilt nie. Aber wenn du kein Mineralwasser trinkst, also Mineralien plus Wasser und die Mineralien halt saisonal, frisch, wo Biophotonen drin sind, auch das kann man messen. Das ist der Schlüssel. Lass mich noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Mhm. Die erste Frage befasst sich mit den zwei hauptsächlichen Todesursachen, also Herz-Kreislauf und Krebs. Ja. Hat das etwas mit dem Thema Ernährung zu tun oder ist das davon völlig unabhängig? Wie muss man das bewerten? Nee, also ich halte mich da sehr an den Dr. Alex. Der Dr. Alex hat zwei tolle Bücher geschrieben. Da reden wir über Krebs, reden wir über Blut. Und der Dr. Alex, also bei der Ernährung ist es halt so, der Mensch hat 10.000 Jahre gehungert. Und einen Kühlschrank gibt es erst seit 100 Jahren. Also früher hat der Mensch ja gehungert, das heißt, er hat sich von Früchten und Nüssen, der hat sich der wollte sich nicht so gesund ernähren, also nur vegetarisch und vegan. Und wenn der Fleisch bekommen hat, da hat er natürlich das Beste vom Besten gehabt, nämlich verdaute Heilkräuter. Mhm. Und dann hat der Mensch halt gelernt, hoppala, es gibt nicht, also wir reden von mindestens 10.000 Jahren, und da hat er halt gelehrt, dass dieses so wertvoll ist, das Fleisch, dass der Organismus, jetzt hast du dich satt gegessen und dann hat sich der abgelagert an den Arterien. Sonst würde es nicht eine Arteriensklerose, sondern auch Venensklerose halten. Aber Venen transportieren sehr zurück. Arterien. Und so hat sich durch diesen übermäßigen Fleischkonsum natürlich immer mehr da abgelagert. Das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei, wie man es vorhin schon gesagt hat, durch zu viel Kalk und so viel Natrium ist einfach das Verhältnis völlig ins Kippen gekommen und Kalium ist das wichtigste intrazelluläre Mineral.
Und dadurch, dass es nicht mehr da ist, also bei der Todesursache 1 würde ich einfach sagen, dieses Thema Kalk, Kalium-Natrium-Pumpe, die einfach 1 zu 20 war und jetzt umgekehrt wurde. Also wir haben viel zu wenig Kalium, viel zu viel Natrium. Und beim Herz-Kreislauf haben wir ja auch vorhin gesagt, dass das nicht mehr so durchflüssig ist, nicht mehr so durchfließen kann. Und das hat halt sehr viel mit dem Wasser zu tun, weil das Wasser gehört eben zum Versorgen. Und wenn ich jetzt ein gesättigtes Wasser habe mit vielen Fremdstoffen, kann ich ja nicht mehr so viel transportieren. Und Blut hat wieder 84% Wasseranteil. Das muss man auch wissen, plus die Nährstoffe, plus den Sauerstoff. Und Sauerstoff ist ja negativ geladen und wenn ich viel drinnen habe, kann ich viel transportieren, aber ich darf nicht irgendwelche Fremdstoffe, wo kein Mensch weiß und die einfach in der Dimensionierung nicht sind. Darum sind ja die Quaternmineralien so wichtig, weil die haben die 78, entscheidend ist die Dosis und die Wechselwirkung. Also Todesursache Herz-Kreislauf, sieht man ja, 110.000 Kilometer zirkulieren, 7.500 müssen durch, jeden Tag 2.000 Liter durch die Nieren. Schau dir an, die Dialysekliniken, die explodieren ja, 24 Stunden. Witzigerweise, was hast du in den Dialysekliniken drin? Osmosewasser. Leute, die Heimdialyse haben, da spendiert sogar die Krankenkasse Osmosewasser. Aber, Entschuldigung, saufen müssen sie dann wieder das Leitungswasser. Und darum rufen sie mich manchmal an und sagen, ich verstehe das nicht. Zur Dialyse muss ich Osmosewasser trinken, solcher Leitungswasser. Warum denn? Also da sieht man allein diese einseitig orientierte Medizin, die einfach die Gesamtheit nicht sieht. Ja. Und heute das Schlimme ist halt, die Schulmedizin sagt, hier habe ich ein Schulterproblem, haha, dann gehst du zum sogenannten Facharzt und davor warne ich. Früher haben wir gesagt, ja Michi, wie schaust du aus? Und heute ist also, der Facharzt sieht nicht dich, wie du ausschaust, dass du vielleicht vollkommen außer Rand und Band bist, der sieht die Schulter und der weiß, aha, hier wird mein Einfamilienhaus finanziert. Ich muss da was machen. Er sieht nur die Schulter, er sieht aber nicht den Gesamtkomplex. Dass man sagt, du, jetzt beweg dich halt einmal, mach halt ein bisschen Bewegung und hydrierst. Darum sage ich immer, frag ja nicht deinen Arzt oder Apotheker. Ja, richtig. Der Arzt ist aber ein guter Mensch. Der weiß es, das Studium ist völlig falsch. Das ist ein Pharmastudium und das, die Heilpraktiker sollen ja jetzt verboten werden. Da steht nämlich das Wort heilen drin. Und da ist eine Serie, das ist ganz gefährlich. Ich helfe dir, dass du mich nicht mehr brauchst. Und das kann nicht das Berufsbild sein von der Pharmaindustrie. Das ist es nicht. Also das ist das Thema Herz-Kreislauf. Und bei Krebs ist auch das Thema Zelle, Zellversorgung, Zellspannung, Zellsterben kann ich mittlerweile auch messen, dass die Zelle interagiert miteinander. Das ist wie so eine Family. Der Abstand, der Abstand, der Abstand, der Abstand, die und die Versorgung, dann wird dir nie was fehlen. Aber wenn du in die Not kommst, dann sorgt jeder für dich, der rempelt dich einmal weg, das heißt, der geht zu dir hin. Und der Thomas Cohen beweist auch, dass eine Krebszelle einfach viel härter ist, das Gewebe ist härter, du siehst das am Dunkelfeld. Und Heilpraktiker, denen ich dieses Dunkelfeld zeige mit dem Geldrolleneffekt, die sagen, Erich, es ist nur die Frage, wann und wo wird er krank, wo ist das Gewebe am schwächsten, wo ist es am schlechtesten versorgt und wo sind die meisten Toxine drin. Und darum brauchst du ein Wasser, das sauber ist, um die Toxine rauszukriegen. Die Hydration ist nachgewiesen, dass sie alles ausschließt durch die EZ-Zonen. Und dann habe ich das Thema auch beim Herzinfarkt und auch beim Krebs. Und so kann ich es halt auch messen. Ja, ja. Darum ist der pH-Wert nicht das alles Entscheidende. Ja. Wir brauchen in Elektronik und der, die, und mein Wasser oder das Wasser heilt nicht, der Körper heilt sich immer selber. Aber wenn ich ihn so überlade, irgendwann schaffst du es halt nicht mehr. Und das ist das Drama am Älteren. Also ich glaube, wir können 95 Jahre werden, wie es früher war. Die Alten, die Weisen, kein Demenz mehr. Wenn ich Demenzgehirn anschaue, 95 kannst du werden. Und dann kommt deine Zeit und dann legst du dich hin und dann kannst du auch gehen. Aber bis dahin ist es absolut möglich, gesund zu bleiben, wenn du Dinge befolgst, die frei sind. Sauna, Bewegung, weil das Erdmagnetfeld ist negativ geladen, dadurch lädst du dich auf wieder wie ein Dynamo. Und dann hast du die Säfte, dann hast du deinen guten Karottensaft, ganz frisch, vom Nachbarn ideal, aber natürlich nicht so hoch gedüngt, aber letztendlich schwitzen. Schwitzen, und darum ist mein Motto immer, turne bis zur Urne.
Letzter Punkt, Stichwort Selbstheilung. Was kann man da richtig und was kann man da falsch tun und wie sollte man das angehen? Also das war vorher schon, also was wir jetzt gerade schon mit der Selbstheilung waren, das ist ein schöner Übergang. Die Selbstheilung musst du selber machen und zwar, ich kenne ja viele Leute am Wochenende, siehst du, die hecheln und die unter der Woche tun sie nichts und dann quälen sich die. Du musst versuchen, in Harmonie zu kommen mit dir. Du sagst, okay, jetzt habe ich 130 Kilo. Das ist ein bisschen viel. Ja. Aber es geht, dass ich runter. Du musst dann wissen, diese Jahre, die ich gebraucht habe, die 130 Kilo hinzubekommen, da dauert es auch wieder mindestens die Hälfte der Jahre, um das wieder abzubauen. Ja. Darum musst du, es beginnt mit Aerob, du musst atmen und du musst dich bewegen im aeroben Bereich. Du darfst nicht wieder den Fehler machen, in die Sauerstoffschuld zu kommen. Weil wenn ich mich bewege, erstens lade ich mich negativ auf, ich habe Elektronen. Und viele Leute sagen, kann ich 100 Meter gehen, sage ich, aber 90 kann es gehen. Ja, kann ich gehen. Dann gehe heute 90, morgen 91, übermorgen 92. Die Selbstheilung funktioniert einfach nur entgiften, entmüllen, entschlacken, dann gehst in die Sauna bitte, dann geh aber mal in ein Kabarett und lach und entgifte dich von deinen Freunden, geh in die Freunde. Freunde in Anführungsstriche. Bitte? Freunden in Anführungsstriche. Ja, mei, das ist die Gnade des Älterwerdens, dass man irgendwann merkt, dass der innere Impuls dann stimmt. Genau, Freunde, sogenannte Freunde, aber auch deine geistige Entmüllung natürlich. Wenn wir jung sind, da wollen wir natürlich alles die Welt bewegen und da lässt man sich auch viele Kompromisse ein. Die Kompromisse gibt es halt irgendwann nicht mehr, weil wir merken, okay, wir sind endlich, auf was kommt es drauf an? Also Selbstheilung funktioniert im Moment, funktioniert für mich nur mit Entmüllen, Entgiften, alles raus. Giftstoffe körperlich, geistig und physisch natürlich. Und da ist das Beste Schwitzen, Sauna, bewegen, aufladen, einfach mit Energie. Weil wenn ich mehr Energie habe, kann ich mich wieder mehr bewegen, kann ich wieder mehr nachdenken, habe wieder mehr Freude, das ist ein absoluter Teufelskreis im Positiven, ein Circulus Vitiosus im Positiven, die Positivspirale heißt halt, ich muss mich in Bewegung setzen und ich muss halt irgendwann, nehme ich mal halt nicht den Saft aus der Flasche, der jetzt ungefähr 4 Monate lang haltbar ist, sondern ich kaufe mir für 80 Euro eine Gemüsepresse. Oder 85 Euro kriegst du eine richtig gute Gemüsepresse, da mache ich und dann merke ich auf einmal, ich brauche jetzt kein Red Bull mehr, ich habe es ja im Wasser oder in einem Saft und das ist richtig gut. Oder in einem Selleriesaft. Und dann merkt ihr, jetzt auf einmal, also ich sage zum Beispiel, das Wichtigste ist Kolonhydro. Einfach, Dr. Probst empfiehlt es auch, ich probiere es auch oft, Kolonhydro. Du weißt ja, du gehst zum Arzt oder zum Heilpraktiker, der steckt einen Schlauch rein und dann wird der Teil, kommt das alles raus, was sich ablagert. Das beste Kolonhydro ist viel Wasser trinken und mal ein Messer oder Natron dazu machen. Natron ist ein Wundermittel, aber es kostet halt nichts, darum ist es nicht empfohlen. Und die Selbstheilung, und so funktioniert Selbstheilung und darum ist es ja jetzt noch verpönt, weil halt wir noch von der großen Pharmaindustrie bestimmt werden und darum tun wir die Ärzte, die ich wirklich mag und die unglaublich wichtig sind, tun wir halt leid, weil sie so nur gebrieft werden drauf und konditioniert und nur auf Symptome sind. Die Ursache heißt einfach, befreie dich von allem, was sich durch ein normales Leben an Stoffwechseln ansammelt, davon musst du dich befreien, weil der Körper ist ein Wunderwerk, da haben wir keine Chance. 100.000 chemische Reaktionen in der Sekunde, 80 Billionen Zellen interagieren miteinander in Lichtgeschwindigkeit, weil woher weiß eine Nervenzelle, dass übermorgen wieder kommt und es geht. Also das ist nicht zu begreifen und darum die Demut und Licht, Bewegung. Und der wichtigste Heiler ist immer noch zwischen den Ohren und darum ist einfach Freude und Spaß. Darum sind ja viele Leute, die extrem übergewichtig sind, aber wenn du die sprechen hörst, wenn du die siehst mit ihrer Lebenskraft, das übertüncht alles. Bloß irgendwann kommt dann, wenn die sterben, ist es immer Multiorganversagen. Das ist noch der wichtigste Punkt. Die inneren Organe, Herz, Lunge, Leber, Milz, Blut, Gehirn haben alle 70-90% Wasseranteil. Und wenn ich das denen nicht richtig gebe, weil die arbeiten ein ganzes Leben lang und wenn die nicht genügend Wasser und gutes Wasser kriegen, müssen sie sich aus Bereichen holen, die du nicht zum Überleben brauchst.
Und wenn du das eben nicht machst, dann kommt irgendwann kommt die ins Defizit. Und das ist, wo ich gesagt habe, bei den ganzen Leuten, die plötzlich ein Multiorganversagen, die haben so einen guten Kopf. Aber irgendwann wird es zu viel. Und dann stürzt alles ein und dann hilft gar nichts mehr. Nicht einmal eine kleine Säume. Lieber Erich, ein herzliches Dankeschön für unser Gespräch. Es hat mich ebenso wieder interessiert und amüsiert. Das ist immer das Schöne bei dir, wenn man sich mit dir unterhält, dass es diese geniale Mischung zwischen Information und Amüsement immer mit dabei ist. Und dafür nochmals ein ganz, ganz herzliches Gerne. Dankeschön. It is a pleasure, eine Ehre. Danke. Liebe Zuschauer, ich möchte an dieser Stelle auch auf die Internetseite von Erich Meidert hinweisen, www.mrwater.eu. Das ist die Internetseite, auf der ihr eine Menge weitergehende Informationen bekommen könnt und die auf jeden Fall für bei dem Thema Gesundheit und bei dem Thema Wasser natürlich im Besonderen hilfreich ist und insofern sehr zu empfehlen ist. Ein herzliches Dankeschön für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Und wie immer sage ich an diesem Punkt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei MVTV.